Ein herzliches Grüß Gott heute am Gedenktag des heiligen Hieronymus, wo wir diese Worte aus dem Matthäusevangelium betrachten. Jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Vorrat Neues und Altes hervorholt. Ja, so ein Hausherr, der aus dem Schatz der Heiligen Schrift Neues und Altes, Wunderbares hervorholte, war der heilige Hieronymus. Er lebte im 4. Jahrhundert und ihm verdanken wir die Bibelübersetzung, genannt auch Vulgata, übersetzt volkstümlich, die über 1600 Jahre benutzt worden ist. Er prägte das Wort, die Schrift nicht kennen. Heißt Christus nicht kennen. Und er entdeckte in der Heiligen Schrift Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Aus diesem Schatz der Heiligen Schrift entdeckte er auch diese Weisheit, wie groß ist die Würde der Seelen, dass eine jede von Geburt an zu ihrem Schutze einen Engel zugewiesen erhalten hat. Ja, wie kostbar und wertvoll ist jeder von uns. Wenn Gott einen so großen heiligen Engel einem jeden von uns zur Hilfe sendet. Ich staune immer wieder, wie gesegnet und geordnet jeder Tag verläuft, wenn ich in der Früh, gleich nach dem Aufstehen, meinen heiligen Schutzengel bitte, heiliger Schutzengel, bitte plane und organisiere meinen heutigen Tag. Bitten wir auch den heiligen Schutzengel, er möge mit uns beten, er möge mit uns die heilige Schrift lesen, damit wir Gottes Kraft und Gottes Weisheit daraus schöpfen können und Jesus immer mehr erkennen und lieben lernen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du einem jeden von uns einen heiligen Schutzengel geschenkt hast, der uns vorausgeht, um uns den Weg zu bereiten, um uns zu beschützen vor allen Gefahren an Leib und an der Seele. Hilf uns, auf die Stimme unseres heiligen Engels zu hören, damit unser Leben, ja jeder Tag, gesegnet sei. Und im Namen und der Kraft Jesu Christi von Nazareth in der priesterlichen Vollmacht, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, unseres heiligen Schutzengels, unserer heiligen Namenspatrone, löse ich euch von allen Flüchen, trenne alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten übertragen worden ist. Möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes euch von all euren Ängsten und Bedrängnissen, Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Und so segne, heile und schütze euch und eure Familie, der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.